Cool. Das nehmen wir natürlich. Ja, das nehmen wir gerne mit. Auf jeden Fall. Okay, hier geht's nicht rein. Hier auch nicht. Oh. Geht's dir nicht gut? Wo ist Eric? Willst du dich mit mir anlegen? So siehst du auch aus. Ja, ganz toll. Wisst ihr was, ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen Ärger. Wenn du ein Idiot ist, geh verdammt nochmal aus dem Bild, du Wichser. Was willst du? Wo ist Eric? Scheiß auf Eric. Zieh dir was rein, Mann. Gott, sind die alle auf Drogen. Verdammt, die kann ich ansprechen. Oh Mann, oh. Wo ist Eric? Eric ist in der Küche, Schätzchen. Aber er ist wohl gerade beschäftigt. Tja, nicht mehr lange. Okay, doch, eigentlich schon. Also jetzt beschäftige ich ihn ja. Wo ist Eric? Hey, willst du was davon? Ist echt guter Stoff, Mann. Nee, danke. Eric. So. Eric. Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun. Klar? Hau ab. Kümmer dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Wow. Da gab's eine Flasche in der Presse. Ach, kann der schön fliegen. Eins, zwei und drei. Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Das war Machtwort. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Jo! Ja. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Scheiße. Leute, sorry, ich mach mal einen ganz kurzen Schnitt. Ich bin gleich wieder da. Tschö. So, herzlich willkommen zurück zum nicht mehr aufhängenden Mafia 2. Ja, ich musste jetzt von meinem Zuhause aus nochmal hierher fahren. Wow, das gab schon wieder so einen Frame-Einbruch. Ich krieg die Kotzeritis hier. Meine Güte. So, und diesmal habe ich dieses Auto nehmen müssen, weil das andere Auto weg war. Findet nix schön, ne? Und es regnet. Was ein scheiß Wetter. So. Und jetzt kommt noch ein Teil im Kapitel 11. Und diesen Teil hasse ich besonders. Weil da habe ich so oft schon gefehlt, das glaubt mir keiner. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt, wie man das eigentlich so handeln soll. Aber ich fahre doch weiter. Herrgott nochmal. Ja. Also ich mache das jetzt ja immer so, wenn ich jetzt beschossen werde hier bei meinem Haus. Hör auf, ich zeig's euch gleich mal. So. Jetzt einmal hier in die Butze. Klingelt schon das Telefon. Meine Güte, ich bin gerade nach Hause gekommen, ne? Bitte. Also, gehen wir ans Telefon. Und jetzt werden wir angemault. Hä? What the fuck? Was war das denn jetzt? Ist das jetzt verbuggt oder was? Okay, dann lege ich mich jetzt so ins Bett. Also eigentlich hätte noch der Anruf von der Dings hier kommen müssen, von meiner Schwester, aber egal.
So, und jetzt kommt der Teil, wo ich immer auf der PS3 Probleme hatte. Mein Haus! Scheiße! Gut, einmal raus. So, und jetzt müssen wir ganz schnell das Weite suchen. Und ich laufe immer hier so durch die Gärten. Da bin ich. Oh Gott. Oh, das kann sehr knapp werden. Aber naja, wir haben es ja doch ganz gut geschafft. Ich hoffe nur, dass wir jetzt auch schnellstmöglich ein Auto finden. So, und was mir jetzt auffällt, es ist kein einziger Bulle hier in der Ecke. So, ich bräuchte jetzt mal bitte ganz schnell ein Auto. Steigst du da bitte ein? Dankeschön. So, ich nehme mal das Auto. Tschüss. Ja, wir werden auch per Fußvolk verfolgt. Und wir müssen jetzt in Unterhose zu Joe fahren. Ist auch nicht so ganz das Wahre. Also im Real Life würde ich das nicht machen. Also, ne? Aber naja, wenigstens haben wir das jetzt schon mal geschafft. Und was natürlich sehr schade ist, das Geld, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Geld ich vorher hatte. Aber es ist alles weg. Ich bin so traurig. Und dafür habe ich so viel gearbeitet. Naja, mal gucken, ob wir das Geld nochmal zusammenkriegen. Ich glaube es eher nicht. Naja. Mal gucken, ob Joe jetzt wieder im Koma liegt. Was heißt Koma? Ob er jetzt wieder gesoffen hat oder was er auch immer macht. Ich weiß es ja nicht. Hui! Oh oh. Ich glaube, ich habe das Auto kaputt gemacht. Ah, tut mir aber leid. Jetzt muss ich in Unterhose hier das Auto reparieren. Das ist auch toll. Oh, wisst ihr was? Wir nehmen anderes. Danke. Ich habe einen neuen Autowagen. So, jetzt gibt Gas. Jo. Und wehe dem Joe ist jetzt doch nicht zu Hause. Dann ist hier, ne? Dann... Dann ist aber hier finito. Dann kriegt er hier nächstes Mal eins aufs Maul. So. Uah. Alter, diese Vollhongs hier, wie sie Auto fahren, das ist echt der Wahnsinn. Okay, ich fahre nicht besser, aber trotzdem. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich darf das. Ich bin YouTuber. Würde noch besser passen, wenn ich YouTube-Partner wäre, aber naja, egal. So weit sind wir ja noch nicht. So. Einmal die Treppchen nach oben. Wie gut, dass hier keiner am Treppenhaus ist. Hallo? Komm schon, Joe. Weh, du bist nicht zu Hause. Na los, ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Das habe ich auch schon gesagt. Keine Panik, ich komme, ich komme. Erscheine bitte, es reicht. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja, ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Alter, immer diese Alkoholiker. Gott. Ach, das ist eine schöne Farbe. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab naja. Ich selber gestaltet. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den ihren regeln? Aber sicher. Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich.
Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Mhm. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. So, du musst ja was anziehen. Ja, aber erstmal gehe ich eine Kleinigkeit essen, weil ich bin ja angeschossen worden. Oh, die Küche ist ja auch rosa. Das sieht da aus, shit aus. Ja, komm hier, wir nehmen eine Cola. Ups. So. Okay. Also diese Bude sollte man abfackeln. Sieht doch schön aus. Oh, ach so. So. Das erklärt ja einiges. Ah, wo toll. Ist der jetzt? Ein beknacktes Clownskostüm. Schlimmer kann's ja, nicht ja, mehr kommen. Ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Wieso, Vito? Sieht doch gar nicht schlecht aus. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wiederhaben. So was Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, Bruder. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Okay. Bitte Tür auf, oder willst du? Ach, dann mach du. Ja, gut. Ist ja gut, du Pömpel. So, ich lauf schon mal vor. Gehen wir so mit. Ne, ich geh voraus. Das, ne? Dann geht's ein bisschen schneller. Na los, steig ein. Ist ja gut. Ist auf dem Weg. So, dann wollen wir die Iren mal verpümpeln. Hallo, du, nicht dünner Mensch. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er heißt Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Ah, hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Rick dich ab, wir sind gleich da. Ja, ein bisschen ist es noch hin. Also jetzt machen wir halblang hier, ne? Scheiße, du brauchst eine Würme. Hätte ich fast vergessen. Ja, aber gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann wirke ich sie halt mit bloßen Händen, ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Hier ist sie. Bitteschön. Danke. Very, very friendly. Hey, wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Bist du meine Mutter oder was? Oh, Mama Joe. Erinnert mich ein bisschen an Banana Joe. Weiß ich, kennt den Film irgendjemand von euch? Der Film Banana Joe mit Bud Spencer. Das ist auch ein sehr, sehr guter Film. Bist du farbenblind? Die war rot. Ja und, wenn sie rot war, ist mir egal. Also diesen Film kann ich jedem nur empfehlen. Diejenigen, die auf Klopperei und dumme Sprüche stehen, die sind bei dem Film genau an der richtigen Adresse. So. Bereit, Vito? Dann krallen wir uns diese Ärsche. Genau, wir verbumpeln die alle hier in der Butze. Hallo! Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist! Tja. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Meine Nerven liegen blank. Hast du Schiss, Arschloch? Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Mist. Hallo, ich schieß dem auf den Kopf und der fällt nicht um. Ich bin der Beste. Das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Du schießt wie meine Schwester. Mädel, ich würde da mal lieber weggehen. Hallo? Ich glaube, die backt da ein bisschen rum. Naja, mir soll's recht sein. Oh. Gib mir bist du bescheuert? Du sollst doch keinen Kaffee trinken. Falschen Knopf gedrückt. So, komm da nochmal bitte raus. Hallo? Früher oder später krieg ich dich. Aha. So. Oh, ich hab nur $71. Sehr gut. So, nehmen wir natürlich gleich in die Munition und so weiter alles mit. Können wir ja alles gut gebrauchen. Nicht wahr? So, Magnum haben wir noch. Oh, hier liegt... Boah, eine Grease Gun. Oh, herrlich.
Also die steht da echt wie bestellt und nicht abgeholt. Hallo? Ja, ich kann die auch nicht irgendwie antippen oder so. Geht leider nicht. Na gut. Dann wollen wir mal hinaus. Und der Mr. Desmond haut ab. Hey, in dem Wagen sind doch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, du fährst. Hallo, so Pömpel, steig ein. Oh. Ja, ich nicht. Alles klar. Das ist Joe, der olle Pömpel. What the fuck? Hallo, ich möchte gerne weiter. Was willst du denn jetzt? Du dummes Arschloch.